Ja, liebe Kinder, mein Name ist Markus Fischer. Ich bin Professor für Lebensmittelchemie an der Universität Hamburg. Und als solcher beschäftige ich mich mit Lebensmitteln. Also, was uns interessiert, ist die Frage, wie sind Lebensmittel zusammengesetzt, wo kommen Lebensmittel her, wie wurden Lebensmittel verarbeitet. Und um diese Fragen beantworten zu können, brauchen wir eine ganze Reihe von spannenden Maschinen. Und eine davon seht ihr hier, das ist ein sogenanntes Massenspektrometer. Es ist groß, es ist kompliziert und es ist auch sehr teuer. Aber ich versuche mal ganz kurz zu erläutern, zu erklären, wie das Ding eigentlich funktioniert. Also da drin befindet sich ein langes Rohr. Hier seht ihr noch den Rest von diesem Rohr. Und was man hier macht, man steckt da vorne Lebensmittelbestandteile, also Moleküle heißt das in der Fachsprache, rein. Und diese Moleküle fliegen bis ans Ende vom Rohr. Und ihr könnt es euch leicht vorstellen, je dicker so ein Molekül ist, umso langsamer fliegt es, umso träger ist es. Und je dünner und je agiler so ein Molekül ist, umso schneller fliegt das. Und genau die Zeit kann man messen und kann eben dann auf die Größe zurückrechnen. Ja, falls ihr euch für diese Thematik begeistern könnt, dann kommt doch bitte am 19. November ins Audi Max und da werde ich euch ein bisschen mehr darüber erzählen, was man alles machen kann. Und ja, ich freue mich auf euch und bis dahin, tschüss.